Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge danach. So werden die Folgen im Verlaufe des Erkunden- und vervollständigen Zyklus in der Welt von Aethia heißen, die Zeit danach. Und die Nummern werden fortlaufend sein, wie schon gemerkt. Das hier ist dann die Folge 41. Und ich betone nochmal, es ist keine Fortführung eines Let's Plays. Es ist ein Let's Play, aber kein separates Hauptprojekt. Wie ich gesagt habe, wenn ich Lust habe und Zeit habe, werde ich hier und da mal eine Folge einstreuen. Einfach mal zur Abwechslung. Momentan läuft ja sehr viel Resident Evil, wenn ich mich nicht irre. Und also zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls, wo ich aufnehme. Ja, und wir werden immer mal wieder ein paar Orte auskundschaften, ein bisschen was vervollständigen, einfach die Welt von Aethia genießen, so wie sie ist, so schön wie sie ist und so mächtig wir mittlerweile sind. Ich würde sagen, wir starten mal. Wie lang die Folgen werden, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, das wird sehr unterschiedlich sein. Ich versuche es aber nicht allzu sehr ausarten zu lassen. Ich peile so eine halbe Stunde knapp drüber. So Pi mal Daumen. Das ungefähr werde ich anpeilen. So. Ich habe hier direkt Truhen. Oh, guck mal. Das fängt ja schon mal gut an. Ein bisschen was. Ich glaube, da können wir gleich was lesen. Danke. Ringstein. Und vielleicht können wir noch den einen oder anderen Zauber noch verbessern. Was ist denn das? Ein Heiltrank. Das ist sehr gut. So, ich habe hier ein bisschen was markiert. Dort drüben. Wir holen uns mal direkt eine Katze. So. Unseren neuen Gefährten. Wieso habe ich das Gefühl, eine Katze beobachtet uns? Das ist aber schon ein sehr spezieller Instinkt. Da. Dort ist er. Monument des Vertrauten. Oh, gleich müssen wir schleichen. Ich sehe sie noch nicht. So, jetzt. Ganz leise ran. Nein! Ganz ruhig, ich tue dir nichts. Tu dir nichts. Oh, guck mal, die ist rosa mit Schmetterlingsflügeln. Ganz ruhig, Mietz. Oh, ganz ruhig. Oh, oh, brave Mietzi. Meine Güte, eine richtige Katzenflüsterin. Oh, sie ist süß. Oh mein Gott. Kalpana. Eine von Tanta Sintas Vertrauten. Sie scheint keine Angst vor dem Bruch zu haben und schlendert üblicherweise durch Jenun. Kalpanas große Leidenschaft war die Heilkräuterforschung und die Entdeckung vieler der wirksamsten Heilmittel in Jenun konnten ihr zugeschrieben werden. Sie war für ihren Fleiß bekannt und schuftete oft tagelang ohne Unterlass, um ihr neuestes Experiment abzuschließen, sehr zum Leidwesen der Apotheker, mit denen sie zusammenarbeitete. Denn wenn sie mal wieder dem Forschungsrausch verfallen war, nahm sie schnell jedes bisschen freie Fläche mit ihren Utensilien in Beschlag. Oh, guck mal. So. Sehr schön. Oh, schön. Und direkt eine Truhe. Wo die jetzt wohl sitzt in den Zufluchten. So. Hätte ich doch übrigens fast vergessen, in HDR umzuschalten. Dann wäre das alles nämlich sehr dunkel gewesen. So, da hinten ist noch. Da will ich aber nicht hin. Wir machen nach Plan. 200, ich glaube, da ist das nächste. Njung. Oh, ich finde das so cool, ne? Oh! Tu doch was! Okay. Aua.
Boah, unsere Feuermagie ist schon heftig, ne? Dass ich das noch irgendwie so drauf habe, ist eigentlich ein Wunder. Ich verlerne eigentlich relativ schnell gewisse Sachen. So. Brechner. Hier sind Spastis. Tun wir unsere Feuermagie. Ach, Feuermagie. Ich wollte eigentlich Scharfschütze spielen. Alter, was war das denn? Aua, fuck. Entschuldigung für den Ausdruck. Schande über mich. Okay. Ich glaube, wir müssen Blume machen. Blume! Zombies, okay. Oh, die machen wir mit Nahkampfmagie ein bisschen platt. Noch welche? Hopp. Was haben wir eigentlich für Zauberherausforderungen? Kleinen Moment. Huch, Entschuldigung. Falsches Menü. Was haben wir eigentlich für Magieherausforderungen? Hier nichts. Hier. Okay, Erdmagie. Wie war das? Wie konnte ich umschalten? So. Während eines Kampfes auslösen. Okay, das kriegen wir noch hin. Hier auch was? Nee. Nur zwei? Wir haben nur zwei Sachen ausgewählt. Okay, also Warpen. Bewege dich durchs Warpen und die Leute irgendwie, keine Ahnung, einen Gegner umwerfen. Okay. Hä? Guck mal. Ganz toll. Er rennt halt einfach vorbei. Guck mal hier. Du Idiot. Toll. So, er ist auch im Arsch. So, wir sollen hier erkunden. Ich spüre Feinde in der Nähe. Ja, ja. Augen auf. Schon kaputt. Na, also! Zack. Mietz ist kaputt. Nee, doch noch nicht kaputt. Kommen wir auch mit. Hoppapa. Die habe ich gar nicht gesehen, die Katze. Da, gibt's ist noch was. Ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Wo auch immer uns Reif hinführt. Wir haben doch eigentlich keine Hauptstory mehr oder so. Feder gefunden. Schauen wir mal nach. Besser ist das. Nur für alle Fälle. Da ist der Archiveintrag. Hier rein. Eine Puzzletür. Hatten wir schon mal eine Puzzletür? Schwer. Oh, jetzt geht das wieder los. Scheiße. Warte mal. Boah, ich meine, boah, ich bin voll am Schwitzen. Na endlich. Gut gemacht, schätze ich. Das war so schwer. Janun,
das bedeutendste der Reiche. Ich glaube fest daran, dass Jnun objektiv und unbestreitbar die größte der Nation Aetheas ist. Die Errungenschaften seiner Bewohner in den Bereichen der Kunst und der Medizin haben mehr zum Wohl der Bevölkerung beigetragen als alles andere, und ohne diesen Beitrag hätte der Kampf gegen die Reddick kaum den gleichen Ausgang genommen. Wir müssen stolz auf unsere hervorgehobene Stellung in Aethea sein und uns die enorme Herausforderung bewusst machen, die sie mit sich bringt. Oh, also hier ist dieses Arschloch aufgewachsen. So wie es aussieht, war er ein recht strebsamer Schüler. Hä? Was für ein Arschloch? Komme ich hier hoch? Nee, kann ich nichts machen. Okay. Da sind die... Hallo? Ich will raus. Moin! Moin! Einfach mal weggesprengt. Yeah. War's das schon? Haben wir noch einen Archiveintrag? Da. Auf dem Dach. Tagebuch eines Jungen, die Reise geht weiter. Da wir sowieso in der Nähe Chipals waren, haben wir dort Halt gemacht, um Vorräte zu kaufen. Robin hat eine kleine Tochter. Ich dachte, er würde bestimmt Zeit mit ihr verbringen wollen, während wir dort waren. Aber er sagte, wir könnten nicht bleiben, da es immer noch Leute gäbe, die unsere Hilfe brauchen. Und er hat recht, meine Eltern warten da draußen auf uns. Oh, sehr voller Tag. Paul war nicht weit, er hätte einfach nur... Hätten die meisten auch getan, aber nicht der sture alte Kauz. Voller Tatendrang, der Kleine. Noch ein Archiveintrag? Ah, nein, das war's schon. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir mal zu dem Turm. Das war nämlich das nächste. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Bin ich vorbeigelaufen? Natürlich. So. Ich habe vergessen, schon wieder Warp zu aktivieren, ne? Zack. Scannen wir mal die Gegend. Alter, was für Säulen. Da oben ist noch eine Katze. Da oben ist noch ein Monument des Rechts. Da kriegen wir eine Werterhöhung. Da ist ein Fotospot. Da kriegen wir auch noch mal eine Werterhöhung. Sehr schön. Das ist eine Herausforderung. Ein Spießrutenlauf. Dort bekommen wir einen Umhang. Und da wollen wir noch hin. Okay. Willst du hier sonst noch was erledigen? Tja, ich weiß nicht. Deinen Schlamassel aufräumen vielleicht? Ach, es ist doch so schön zu sehen, dass du immer noch Feuer hast. Tu, was ich dir sage, wenn ich's dir sage, okay? Okay, die haben auf jeden Fall neue Dialoge. Also neuere, aktuelle Dialoge sozusagen. So, wo gehen wir als nächstes hin? Was habe ich denn noch markiert? Da hinten, das habe ich markiert. Das war's, mehr habe ich gar nicht markiert. Dann gehen wir da mal hin. Aus dem Weg! Alter! Yep. Was war... Oh, was ist das? Alter, was ist das? Alter, Vater! Was ist das für ein Vieh? Das ist ja mega aggressiv. Guck dir das mal an. Ein Weitoreke. Alter, guck mal. Was ein Vieh. Also Freys Magie ist komplett resistent. Olas Magie ist ein bisschen resistent. Pras Magie, also die Wassermagie, ist
Neutral ist Sylas Magie. Macht dem zu schaffen. Alter. Also, ich muss es wieder sagen, die Monstergestaltung ist schon wirklich geil. Guck dir das mal an, wie cool. Boah. Wir lernen immer wieder neue Monster kennen. Also so simpel ist das Spiel gar nicht. Das ist echt umfangreich. Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen. Was ist denn das hier? Wieso ist hier so eine Einöde? Mit diesen Felsformationen. Interessant. Boah, hier ist ein fetter Hirsch. Oh, oh. Ah, komm, wir machen mal ein bisschen Monsterkampf hier. Wir haben ihn unterbrochen. Da ist noch einer. Ah, Mist. Nein, 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 komm, steh auf. Der hat gesessen. Und das ist der Typ. Aua, ah! Sehr schön. Wir heilen uns mal. Strahlstein. Und direkt noch eine Truhe, warum nicht? Was war das? Feuerholz. Ich glaube nicht, dass wir so viel Rast machen werden hier. Ich würde gerne... Scheiße, komme ich nicht. Wir sind da. Ich höre was. Wir zünden mal unser Schwert. Damit wir direkt ein... Alter. Moin! Lebst du immer noch? Jetzt nicht mehr. Aber das war es noch nicht. Ah! Jenuns Diskussion über den Bruch. Alter! Ich habe mich nie gefragt, was er wirklich denkt. Und denkst du jetzt anders über ihn? Nö, er ist ein Arschloch. Die Kampfmusik, ne? Ach komm, geschenkt. Hier ist auch noch ein Dings-Eintrag, aber ich mach jetzt zuerst hier die Kampfmusik ein bisschen beiseite. Moin! Oh, Alter! Das hat... Oh. Hä? Nein, ich wollte... In der Burg, weißt du? Boah. Es ist schon mega geil. Es ist schon mega geil. So, jetzt kann ich den Brief lesen. Mit gemütlicher Musik. Die Gebrochenen, Teil 3. Lebewesen, die den intensivsten Formen des Bruchs längere Zeit ausgesetzt waren, können so extreme Mutationen entwickeln, dass sie beinahe nicht wiederzuerkennen sind. Nur 4 solcher übergroßen Monstrositäten wurden bisher gesichtet, aber mit der Zeit wird die Zahl sicher noch steigen. Leider ist nur wenig über sie bekannt, da die Gefahr durch den Bruch in den Gebieten so groß ist, dass potenzielle Augenzeugen sterben würden, bevor sie zum Gesehenen berichten können. Vom Gesehenen. Damit sind bestimmt diese, die riesigen Mutanten wahrscheinlich gemeint. Diese speziellen Zwischenbosse. Die sind damit bestimmt gemeint. Ah, da hinten ist Zauber. Heiltrank. Truhe, wenn wir schon mal da sind. Okay. Willst du eines davon lesen?
Ja, ich habe nur zwei Dingens. So, was können wir denn noch verbessern? Tänzeln. Das können wir machen. Das geht schnell. Das könnte sich für mich lohnen. Das würde ich auch sagen. Stoße Gegner zu Boden mit der Tretmine. Hä? Da sind schon so oft Leute drüber gelaufen. Aber die Aufgabe zählt irgendwie nicht. Oder bin ich wieder für irgendwas zu blöd? So, wir sind wieder draußen. Und ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hätte gedacht, das dauert ein bisschen länger. So, dann schauen wir uns mal um. Wo möchten wir denn als nächstes hin? Ich würde gerne ein bisschen strukturierter vorgehen. Hier geht's gar nicht mehr weiter hoch. Okay. Pass auf, dann holen wir uns die Dann holen wir uns die Werterhöhungen. Zack. Die Katze holen wir uns noch. Und die Werterhöhung. Diese drei holen wir uns jetzt erstmal priorisierend. Da ist der nächste. Okay, alles klar. Auf geht's. Oh oh. Na. Ich verstehe noch immer nicht, warum so viele Leute was gegen das Spiel haben. Ich finde das so klasse. Ah, wir müssen ja tänzeln. Oh, oh, fuck! Hä? Ach, komm! Aua, Alter! Einfach mit einem Wasserball abgeworfen. Manchmal stockt es ein bisschen, ne? Aber ist nicht so schlimm. Hoffe ich. Ich höre was. Da. Oh. Hey, Scharfschütze. Er hat gesessen. Hä, der ging voll daneben. Okay, super. Da oben ist Mana. Oh, ich finde das eigentlich ganz schön. Da oben sind auch Monster, aber die interessieren mich gerade nicht. Na? Oh, Mana, sehr schön. Ich sammle erstmal hoch. Hä? Mach dich auf was gefasst. Okay. Blume. Oh, oh, oh. Hier ist ein Bär. Komm schon. Anfällig, okay. Aua, aua. Boah, sag mal. Ich wollte einen Spezialangriff machen, Mann. Autsch. Alles okay, Ralf? Hä, was fragt ihr, ob alles okay ist? Verdammt. Okay. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Schnell. Nein, müssen wir nicht. Wieso macht sie sich Sorgen um ihn? Jetzt mal ernsthaft. Warum macht sie sich Sorgen um ihn?
Wo sind jetzt unsere Werterhöhungen hin? Eins, zwei. Da. Ah, Geschicklichkeitsübung. So, bisschen mit Bedacht vorgehen. Okay, das schreit förmlich Achtung, Lebensgefahr. Mach einfach nur keine Dummheiten. Normalerweise würde ich sagen, jetzt erst recht. Normalerweise. Ach so, easy going, Mensch. Hier gehe ich darüber. Hier gehe ich darüber. So, hier gehe ich darüber. Hier gehe ich darüber. Hier gehe ich darüber. So. Da müsste ich doch ankommen, oder? Einfach mal per Risiko. Darüber. So. So. Siehste. Als wenn ich nie weggewesen. Oh! Da war ich vielleicht doch ein bisschen überstürzt. Ich hab gedacht, hier wäre noch eine Säule. Gut. So. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen. So. Also wenn das keine anständige Werterhöhung ist, ne? So. Ups. Zack, das Monument der Stärke. Au, rot. Ist das Angriffskraft? Verteidigung. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir mal... Ach du Scheiße. Was passiert denn, wenn ich hier runterfalle? Bin ich dann tot? Also ist das dann wirklich automatisch tot? Zack. 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 Und zack. Wir müssen mal gucken. Oder besser gesagt, ich muss gucken, wie ich vielleicht die Wege etwas fort... Oh, wie das aussieht. Guck dir das mal an, ey. Cool. Wie ich die Wege irgendwie optimaler gestalten kann, wenn ich so die ganzen Spots... Da wollte ich hin. Boah, das macht so Spaß. Nein! Uiuiuiui. Das war aber knapp, ey. Also. Blume! Unsere Blume ist so cool. Ich liebe sie. Da müssen wir hin. So. Und als nächstes müssen wir da ran. Nice. 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 Alter, was ist das für ein Vogel?
Hatten wir den schon? Wir haben nämlich keinen neuen Monster-Eintrag bekommen. Da wollte ich hin. Halt, hier ist erst noch eine Truhe. Boah, was eine Aussicht. Guck dir das mal an. Boah, ist das krass. An alle, die sagen, das Spiel ist scheiße. Sorry. Ihr habt keine Ahnung. Über die Story kann man sich streiten und Storytelling, ja. Aber ansonsten verstehe ich nicht, was euer so krass abgrundtief abwertender Kritikpunkt sein soll. Ja, hä? Bin ich gerade blind? Oder bin ich komplett falsch gelaufen? Normal müsste ich doch da hochkommen, oder? Glaube ich. Nein, 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 wieso kann ich? Okay, ich bin irgendwie neu gespawnt. Warte mal. Wow. Wieso geht da? Okay, das raff ich gerade nicht. Cool. Ich verliere auf jeden Fall Trefferpunkte. Bin ich so falsch gelaufen? Kann doch gar nicht sein. Aber das muss ich jetzt gucken, sorry. Doch. Ach, wieso? Wäre das eine schlechte Idee? In der Tat. Aber das war noch nie ein Hindernis für dich. Na. Komm. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso habe ich die denn jetzt nicht getroffen, Mensch? So. Nee. Hä, ich falle immer weiter zurück? Wieso falle ich immer weiter zurück? Hä? Warte mal. Irgendwas verstehe ich gerade nicht. Glaube ich, zumindest. Frage ist jetzt, ich muss doch da hoch? Erstmal gucken, kann ich mich da dran festhalten? Aha. Ich hätte es einfach direkt so machen sollen. Hier steckt sicher eine der coolen Katzen. Dann schau dich um, wenn es sein muss. Oh, wo? Direkt an der Klippe. Da gehen wir mal hin. Dann würde ich sagen, ist auch schon die Folge vorbei. Mietz, 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 mietz. Mietz, mietz. Die hat auch Schmetterlingsflügel. Guck mal. Mietz, mietz, mietz. Ganz ruhig. Mietz. Ganz ruhig. Oh, mit Blümchen. Oh. Oh Gott. Oh, sie mag mich. Wunderbar. Einfach toll. Guck dir das an, ey. Edwig.
einer von Tantas Sintas Vertrauten. Er scheint keine Angst vor dem Bruch zu haben und schreitet üblicherweise voll Anmut über die Felder von Jenun. Edwig war ein begabter, leidenschaftlicher Musiker, der stundenlang für seine häufigen Auftritte in Burg Jenun übte. Ihm wurde ein besonderer Podest gebaut, damit er die Saiten erreichen und alle mit seinem Geschick beim Zupfen der Harfe beeindrucken konnte. Oh, eine sehr musikalische Katze. Schön. Das gefällt mir. So, gerade noch einmal. Ey, ich will jetzt die Folge beenden. Geht weg. Geht weg. Nicht weg. Vorsicht. Nein. Aua. Yep. Hier, Blume. Ich meine. Oh, Alter. Na gut, hat überhaupt nichts gebracht. Gut, okay, alles klar. Dann. Warte mal. Ist das weit weg? So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Oh! Komm, dann haben wir halt diese Werterhöhung auch noch geholt. Moment ist rechts, dann haben wir das auch erledigt. Und ihr seid zufrieden, dass ich alles erkundet habe, was ich markiert hatte. Kann mir keiner was nachsagen. Ha, mal wieder ein kleines bisschen überzogen, ein kleines bisschen überspielt. Naja, overplayed halt. Maximum an Trefferpunkten. Sehr schön. So, jetzt ist aber Schluss. Wir stellen uns hier noch hin, schön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wann auch immer die nächste Folge kommt, sehen wir uns wieder bei Forspoken und bei der Erkundung von Aethia in der Zeit danach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. Tschüss.